Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Mädchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe, die 76414 Harry Potter Expecto Patronum. Ganz genau so ist es. 750 Teile, 70 Euro und es ist ein 2-in-1-Set. Das ist doch sensationell, oder? Richtig. Deswegen habe ich es auch direkt aufgebaut mit euch live zusammen. Und da sind mannigfaltige Abenteuer geschehen. Und die haben wir zusammen erlebt und gemeistert. Das erste Abenteuer für mich. Ihr wisst, ich bin Ehrenvorsitzender aller Harry Potter Fanclubs. Mich kann nichts überraschen. Ich kenne mich aus. Das ist Bright Light Blue. Ich dachte, als das rauskam, das Set, dass das Sand Blue sei. Ich glaube, ich habe es auch in meinem letzten Laden-Livestream als Sand Blue verkauft sogar. Ups. Die Packung war für mich, ja, das sah ein bisschen glänzend aus, aber ich habe gedacht, ja, ihr wisst, dass Lego das alles nachbearbeitet. Also habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Bright Light Blue. Und das passt für mich nicht. Guck doch mal, wie das hier auch glänzt. Das ist viel, also das ist, hat einen viel mystischeren Touch. Ist eine Verpackung, ist ein Serviervorschlag, ist mir vollkommen klar. Hm? Aber im ersten Moment dachte ich, das ist Sand Blue. Ist es nicht. Bright Light Blue kennt ihr hier natürlich hier oben aus der 10246, der Detail, aber 10298, die Vespa zum Beispiel hat es auch drin, etc. Wir haben noch zwei Figuren dabei, zeige ich euch. Und jetzt ist das Set. Wir können es umbauen. Ist unglaublich. Ihr bekommt ein Set und ihr könnt es mit dem Hammer-Slogan Build and Rebuild umbauen. Ich weiß, die meisten sind schockiert, dass man Lego-Sets umbauen kann. Ist auch von Lego überhaupt nicht mehr geplant. Aber hier schon. Und das ist natürlich, das bricht ja das ganze System wieder auf. Unfassbar. Dann kann man natürlich auch nicht so viel Farbseuche verstecken. Sie versuchen es, sie haben es auch gemacht, ein bisschen. Und sie sind an einer Stelle natürlich falsch abgebogen. Aber es ist, trotzdem honoriere ich sehr die Idee, dass sie so eine Art von Kreativität einfließen lassen. Ja, das wird, wie gesagt, für die meisten Kunden aktuell komplett überraschend kommen, dass man sowas mit Lego machen kann. Gucken wir uns alles gleich ganz entspannt an. Gucken wir erstmal, das ist die Box. Wie gesagt, einfach nur großer Hirsch. Und das passt. Und hierzu die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sie fürchten müsste. Das ist der Wolf. Der kein Wildschwein ist. Hier hat es für mich einen klaren Wildschwein-Look. Als ich es dann gebaut habe, vor allem mit Puschel-Buschel-Schwanz, habe ich dann gesagt, okay, das ist ein Wolf. Und genau, das haben wir dann. Ein bisschen ein Langhals, oder? Haben wir ja auch festgestellt im Livestream. Ist schon ein Langhals. Muss mal gucken, kann ich vielleicht auch noch in irgendeinem Schlagloch hier in Frankfurt versenken, das Ding. Gucken wir mal in aller Ruhe. Erstmal natürlich, ich habe 4 Anleitungen dabei. Die zweite Anleitung ist nicht nur digital vorhanden zum Runterladen aufs Tablet, sondern tatsächlich liegt bei. Das ist, da ist schon was los. Und das ist ein Print. Das ist kein Sticker. So ist es. Nur mal für euch, damit ihr nicht verwundert seid und sagt, ist ja viel mehr. Stimmt. Das bleibt übrig beim Wolf. Vor allem verwundert mich, dass das schwarze Zeug hätte man den Sockel doch noch ein bisschen ausstaffieren können. Aber wollten sie nicht. Keine Ahnung. Und das ist halt natürlich sowas schlecht unterzubringen, diese satinierten Elemente. Und hier ist mehr dran. Also, da bleibt ein bisschen was übrig. Das passt schon. Und wir haben natürlich, das müssen wir jetzt auch noch dazu ziehen, die Minifigur. Ich habe jetzt natürlich jede zweimal. Und das sind sie. Bedruckte Arme am Harry. Das ist natürlich aufregend. In der Hand hat er, also der Lupin hat seine Stöckchen in der Hand und der Harry hat, kennt ihr jetzt auch aus der 76415, Battle of Hogwarts, hat er sein neues Stöckchen, das oben einen transparenten Teil hat, schon inkludiert. Unten schwarz, oben transparent, da blitzt dann schon und dann kommt diese Translight Blue, dieser Parabolspiegel drauf. Ja, also das ist ja schon wild. Das ist schon, da ist was los. Das Hightech-Figuren-Präsentations-Thomas-für-Thomas-Feature, beste Dienste wieder geleistet. Jetzt messen wir, auch gleich nochmal aus, was hier so los ist. Wir sind bei einer Breite von Galoppel. Man kann sich das natürlich überlegen, 19 cm. Ihr könnt die Beine ja stellen, wie ihr wollt, aber
prinzipiell so 19 cm. Das sind 22, 16 cm Wolf, 30 cm Hirsch. Tiefe so, ja, 8, 9 cm, je nachdem. Und hier sind es auch so 8 cm. Beginnen wir mit dem Glitzerhirsch. Ist stabil. Ja, kann man aber abnehmen hier von dem Sockel. Zeige ich euch gleich nochmal. Ich wollte es euch jetzt nochmal hier so komplett präsentieren. Sandblau. Reden wir über Sandblau. 75 war das damals noch, Harry Potter. 75,945 war das Expecto Patronum Set für 20 Euro. 4 Figuren Glitzerhirsch. Schönes Set. Habe ich euch ja auch gezeigt. Ja, war der Glitzerhirsch eine gegossene, also Spritzguss Figur. Kein baubares Element, sondern es war eine normale Figur. Bei einem dunkleren Blau mit Glitzeranteil tatsächlich in der Figur gestaltet. Das ist natürlich das, was wir dann erwartet haben, als das hier kam. Zumindest hätte ich habe mir selbstverständlich alle Szenen angeschaut mit Hirsch. Ich weiß nicht, wie es im Buch beschrieben ist. In der Filmszene, die ich jetzt angeschaut habe, auch nur den Schnipsel, es tut mir leid, ist der gleißend weiß. Das ist hell. Und dann am Ende kommt so ein blauer Schimmer rein. Ich wäre wahrscheinlich mit einem weißen Hirsch mit diesen satinierten Anteilen glücklicher gewesen. Oder alles, und das hätte mir am besten gefallen, alles in Translight Blue. Das ganze Ding. Translight Blue. Dass dieser Glitzeranteil ein Problem ist, das lasse ich gelten vielleicht, dieses Glitzer-Dunkelblau, obwohl bei 70 Euro, ganz ehrlich, es gibt keine Argumentationsfläche, dass das Geld nicht gelangt hätte für eine schöne Farbe. Ich glaube, es ist ein bisschen Resteverwertung von Translight Blue, von Bright Light Blue. Es ist ja auch das satinierte und das normale durchsichtige Hellblau dabei. Ich finde es farblich nicht glücklich. Machen wir es mal ganz neutral. Ich finde es farblich nicht glücklich. Was ich schön finde, ist der Sockel. Der gefällt mir tatsächlich. Und ihr habt hier, wie gesagt, die Möglichkeiten, das einzustellen. Das sind alles, das sind diese Turntable in Bright Light Blue. Die sind neu. Das hier könnt ihr, wie gesagt, einstellen, wie ihr das haben wollt. Hier unten sind noch ein paar Blümchen. Die sind auch in diesem Farbton neu dazugekommen. Ihr seht grundsätzlich, ich weiß nicht, wie gut, hier könnt ihr die Kamera, diese Elemente hier, vor allem die hier, haben immer einen anderen Farbton als die umliegenden. Die werden anders hergestellt, die haben eine andere Art der Durchsichtigkeit, der Farbton verändert sich, die Oberfläche ist auch anders. Das hier ist auch eine matte Oberfläche, das ist eine glänzende Oberfläche. Dadurch wirken die Farben sowieso immer wieder ganz stark anders. Also ihr habt Schattierungen, hier seht ihr es jetzt auch gerade ganz stark zwischen diesem Element und diesem Element. Dadurch, dass das auch alles sehr verwinkelt ist, fällt natürlich auch das Licht immer anders drauf und wird anders also reflektiert. Das Ding wirkt nicht gleichfarbig. Machen wir es kurz. Das, was dann hilft, ist, dass es unterbrochen wird von den satinierten Elementen und von den durchsichtigen. Dadurch ist es sowieso nicht gleich und dann wird das Auge ein bisschen abgelenkt von der schwankenden Farbqualität bei Lego. Aber das größere Problem ist für mich überhaupt, diesen Farbton zu wählen, und dann kommen wir noch zu anderen Punkten. Jetzt geht es nämlich um diesen Hals. Ich weiß gar nicht, haben die da ein Bild eigentlich in der Anleitung? Wie das Ding in echt aussieht? Also, in echt? Nö, geil. Oder brauchen wir doch nicht drauf eingehen. Wenn ihr euch auch hier drauf, gibt es leider kein, es gibt diese Szenen, aber das hilft ja nicht, weil sind ja gar nicht drin. Wenn ihr euch das Vieh anseht, also auch das aus der 75945, dann ist der Hals hirschartig, dick und stabil und geht nach vorne vom Körper. Also jetzt aus eurer Sicht, nach vorne geht der Hals und ist dick. Ja? Dick. Der wird dünn, also der fängt extrem dick an und dann wird der nach hinten dünn. Als würde der Hirsch bremsen, quasi auf einer Wand nach hinten gehen und bremsen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Also einfach gar nicht. Das Ding sieht aus wie der Tollneck. Und das finde ich sehr unglücklich gelöst. Alles hier unten, fein. Dass das so dick ist hier, fein. Aber da muss das hier nach oben, das müsste so eine Bewegung, also dieser Bereich hier müsste ausgefüllt sein und das hier hinten könnte dann so eleganter, also das, der sieht aus wie so ein Elektro-Techno-Hirsch
von Valheim oder so, irgend sowas durchgepeitschtes eher, hat aber für mich nicht mehr die Eleganz von einem tatsächlichen Hirsch. Schade. Also das hier oben, finde ich, ist völlig schief gelaufen. Der Körper an sich ist in Ordnung. Genau. Das ist es auch. So, jetzt aber. Ups. Ja, das ist das hier nur so eine kleine. Das ist eine C-Clamp, das war's. Ich wollte mal hier das kurz mal abhebeln. Das ist der Hirsch. Der hat durch die C-Clamps nicht so wahnsinnig viel Stabilität, wenn ihr ihn stellt. Ja? Das ist nicht der Plan. Aber, ups, das ist er auf jeden Fall. Fasst das Ding einfach am Körper nur an, nicht an den Beinen, und dann passt das. Ja? So. Tatsächlich, was ich nett finde, ist hier dieser Sockel. Der gefällt mir vor allem wegen dieses verrückten Prinz. Und das finde ich schon mal nett. Hier ein bisschen Verzierung, ist stabil gebaut. Wir haben einen 2x6 Brick in Leim im Inneren. Fragt mich nicht, bitte. So, das ist es, aber ich finde das so schön gemacht. Das sieht auch wertig aus. Das ist alles okay. Hier noch ein bisschen gebamselt. Wie gesagt, die Blumen hier in diesem Blauton. Das ist super, auch so im Wald, im Elfenwald oder sowas. Vielleicht bei Dreams und sowas könnte das natürlich jetzt auch noch stärker kommen. Das ist in Ordnung, das Ding. Also wirklich, das macht mir Spaß. Das ist völlig okay. So, und dann kommen wir doch auch schon zum Wolf. Wolf ist das hier. Und der sitzt auch auf diesem Sockel, den ich auch sehr schön finde. Und ja, er ist sehr stark tailliert. Da ist tatsächlich relativ wenig Futter am Start. Aber er kann genau das Gleiche. Wir können ein bisschen den Kopf bewegen, ein bisschen Schwanz bewegen. Und die Beine vorne sind starr, die können wir nicht in irgendeiner Form bewegen. Hier hinten können wir die Beinchen hier ein bisschen hin und her wursteln. Gleiche Geschichte wie eben auch. Können wir auch abnehmen. Sitzt ein bisschen fester, hat hier oben eine 2x4 Platte mit einer schönen gelben Achse drin. Ja, klare Sache. Ehrensache bei Lego. Das ist hier der Kollege. Und jetzt besonders schön haben sie die beiden weißen Brackets nicht eingefärbt in Blau. Die sind weiß oben. Also nur falls ihr euch mal fragt. Die sind weiß. Und ich frage mich, warum. Bei 70 Euro. Also ganz ehrlich. Die haben also unten die Blümchen blau eingefärbt. Aber die Brackets, die großen, die man sieht, nicht. Das auf der Unterseite, also hier sind so kleine graue Brackets, die stören wenig. Da stört hier unten das weiße Zeug natürlich wesentlich mehr. Ja, das hätte man auch blau machen können. Aber da sage ich immer Unterseite, und die meisten lassen das Ding eh auf dem Sockel stehen und regen wir uns, weil man kann ja damit nichts machen. Also von daher bleibt auf dem Sockel völlig, das ist für mich kein Kritikpunkt. Aber das hier, das geht nicht. Und das ist halt wieder das Farbseuchenthema. Und das ist, auch wenn es die Fanboys nicht verstehen und die Neukunden nicht drüber nachdenken und die auch nie Lego so verwenden, wie Lego eigentlich verwendet werden sollte mal früher. Die Idee ist halt, wenn man die Farbseuche weglässt, dann kann man Sets immer wieder umgestalten und sieht immer noch gut aus. Sobald man nur eine Schicht der richtigen Farbe benutzt und unten drunter kraut und drüben, passiert sowas. Und deswegen lässt man es einfach. Das hier ist immerhin weiß. Es hätte Leim sein können, das hätte Korall sein können. Es gibt da echte Möglichkeiten, was er hätte machen können. Das ist weiß. Das ist wirklich die entspannteste aller Fehlfarben. Aber es ist trotzdem einfach unfassbar unnötig. Aber das ist halt Lego. Und vor allem bei dem beworbenen Produkt, wir haben es nicht mal umgebaut, sozusagen in der eigenen Kreation ist es schiefgegangen. Das ist per Anleitung so. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Aber trotzdem, sie haben sich bemüht. Sie haben einen Print beigelegt. Ich glaube, das ist wirklich so ist es, wenn Lego sich bemüht. Ist nicht viel, aber sie haben sich bemüht. Ich glaube, ich habe die beide beim Startbild falsch rum, oder? Mit dem Schild. Auch schon wurscht. Ich glaube, ich hatte sie richtig rum, dann habe ich die Position vor mir getauscht. Ah, egal. Also, auf jeden Fall, das ist. Ja, das ist das Ergebnis der ganzen Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr als Harry Potter Fans davon begeistert seid. Ich finde generell schön, dass sie die Figuren gebracht haben. Ich finde es auch nett, dass sie umbaubar ist. Auf jeden Fall, sie sind beide nur sinnvoll, wenn sie auf dem Sockel stehen. Für sich allein ist die Konstruktion viel zu wabbelig. Da tut sich nichts. Ach stimmt, ja, ich wollte sie dann so stellen und dann, genau, ja, also so rum hätte ich sie stellen. Ich glaube, ich habe es genau falsch gemacht.
Schwamm drüber. Also, das ist das, was ihr bekommt, wenn ihr 140 Euro ausgibt. Das ist nicht die 70-Euro-Variante, das ist die 140-Euro-Variante. Und dann habt ihr noch ein paar Teile über. Also wirklich, schade, das ist das Bracket, um das es geht. Ja? Diese, die sich hier, die hätte es einfach in Bright Light Blue geben müssen. Und auch so kleine Sachen natürlich hier hinten. Ja, ist, also die gucken immer mal so in Hellgrau hier durch. Das sind die kleinen, das sind Plate Modified mit der C-Clamp vorne dran. Ja. Sag mal, was ist denn eure Wunschfarbe dafür? Wäre Sandblau besser gewesen? Hätte auch nicht gepasst, oder? Sandblau. Sandblau wäre auch nicht sinnvoll, weil die Dinger ja nicht, die sind durch, die sind weiß, weiß, leichtes Hellblau, durchsichtig, weil sie natürlich glitzermagisch irgendwie rüberkommen sollen. Ich glaube, weiß mit Blau hätte mir schon mal besser gefallen. Ansonsten alles in diesem durchsichtigen, vielleicht gleich milchigen Ton. Und am coolsten wäre natürlich die Glitzervariante gewesen, die Lego uns schon gezeigt hat. Ist das Problem. Sie haben uns das gezeigt. Wir wissen, dass es das gibt. Und da machen sie es nicht. Und das ist dann ärgerlich, oder? Schaut euch mal die 75945 an. Ich verlinke sie euch unten. Schaut euch das Vieh an. Erstmal hätte ich gerne den Hals davon gehabt und die Farbe und dann wären wir happy gewesen. Das ist jetzt mal meine Idee dazu. Genau. Richtig. Achso, und sowas hier unten, hier diese durchsichtigen, das kennt ihr natürlich, Anna und Elsa, weißt du, die Schlösser und so. Da kommen sowas ja immer mal vor. Das ist nicht neu für dieses Set jetzt entwickelt worden. Das kennen wir alle schon. Genau. Ja. Aber haben wir drüber gesprochen? Auf jeden Fall ist ein aktuell diskutiertes Set auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. So ist es. Habt eine großartige Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.